Ja, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch den Porsche 911 Carrera S Cabriolet vor. Bleibt dran! Ja, ich zeige euch erstmal die Verpackung. Es ist eine Dealer-Edition von Porsche. Und wie gesagt, der Maßstab ist 1 zu 43 und das Modell ist von der Firma Herpa. Und wir schauen uns schnell die Verpackung an. An der Seite steht die Artikelnummer von Porsche. Hier hinten ist gar nichts zu sehen und unten habe ich gerade gezeigt, der Barcode. Und ich packe das Auto mal schnell aus für euch. So, hier ist das Modell und ich habe schon ein Coupé vorgestellt, beziehungsweise die Tourversion dieses Porsches. Wie ich finde, eines der schönsten Porsche-Modelle überhaupt, meiner Meinung nach bis jetzt, die Porsche gebaut hat von den 911ern. Die Designlinie gefällt mir einfach am besten von allen. Und hier kommt der Wagen in diesem schönen Silbergrau mit ja, dieser braunen Ausstattung. Gefällt mir ganz gut die Kombination. Und wir schauen uns mal die Front an. Porsche-typisch mit den runden Lichtern. Ja, was soll ich dazu großartig sagen? Es ist eine Porsche-Front, ja. Man erkennt sie, man liebt sie. Und da ist nicht großartig was geändert worden. Hier haben wir Tagfahrlichter bzw. Blinker. An der Seite, wie gesagt, diese schnittige Form. Mir gefällt dieser Wagen wirklich sehr gut. Die Felgen passen sehr gut. Man sieht drin die roten Bremssattel. Kommen wir zum Heck. Hier wirklich sportlich. Also wirklich, das Cabrio ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Auch wie gesagt von Herpa gut umgesetzt. Mir gefällt das Ganze. Da kann man nicht viel meckern, meiner Meinung nach. Wir sehen hier das Porsche, den Porsche-Schriftzug 911 Carrera S. Die vier Auspuffendrohre hier. Auch verchromt, sieht sehr gut aus. Ja. Und wir schauen mal in den Innenraum rein. Hier könnt ihr sehen, es ist echt gut verarbeitet. Hier sieht man sogar die Anschnallstecker von hinten. Ja, vorne die Mittelkonsole. Ja, ich hoffe, das könnt ihr erkennen. Lenkrad auch echt detailliert gemacht, finde ich gut. Der Bildschirm in der Mitte. Und ja, also das Fahrzeug, ja, man kann nicht viel falsch machen, wenn man das in seiner Sammlung mit drin hat, meiner Meinung nach. Also mich würde mal interessieren, habt ihr auch dieses Modell? Gefällt euch das Modell? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich über Feedback freuen. Des Weiteren über ein Abonnement von euch. Teilt das Video. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao!